wenn Sie den Ausdruck schwarzes Loch vermeiden würden. Mhm. Das ist ja ein sehr popularisierender Ausdruck. Mhm. Ja? Ja. Würden Sie sagen Gravitationsfalle? Wie würde eine wissenschaftliche Benennung sein von diesen monströsen Körpern? Ja, ich glaube Gravitationsfalle, Gravitationsschlund wäre der beste Ausdruck, den man vielleicht populärer Art dafür verwenden könnte. Das entscheidende Merkmal, das uns als Astronomen, wenn wir nicht relativistische Interessen haben und die Einsteinsche Feldtheorie im Detail studieren wollen, das, was uns Astronomen dabei interessiert, ist, dass ein solches Objekt einen sogenannten Ereignishorizont besitzt, von dem aus kein Licht mehr seine Umgebung erreichen kann. Also Licht kann nicht mehr entweichen. Alles, was in die Nähe kommt, Materie und Licht, wird unweigerlich im schwarzen Loch verschwinden. Ein nachrichtenloses Wesen sozusagen. Dieses Wesen, dieses existierende Objekt kann von seinem Zustand im Inneren keine Information zu uns schicken. Das ist der Grund, warum wir eigentlich nicht wissen, was sich hinter diesem Ereignishorizont verbirgt. Wenn Sie mir da mal so das Phänomen noch mal vor Augen führen. Also es gibt an den Rändern davon, vor allen Dingen an den Polen, wo sozusagen dieses schwarze Loch, wenn es aktiv ist, Materie verschlingt. Ja. Ja? Ja. Da gibt es ja diese enormen Lichterscheinungen. Ja, ja, das ist, da muss man jetzt ein bisschen auch visuell das Ganze beschreiben. Also zunächst mal, Sie können sich das schwarze Loch einfach enorme Kräfte auf seine Umgebung ausübt. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben in einem gewissen Abstand, einige 10 Kilometer, vielleicht bis 100 Kilometer, diesen äquatornahen Wulst, dieses donutartige Gebilde. Das, Donut, was heißt? Ja, dieses amerikanische Gebäck, das in der Mitte des Plasma-Donut, der dadurch stabilisiert wird in dem Gravitationsfeld des schwarzen Loches, dass er schnell das schwarze Loch umkreist. Und dann haben Sie eine Region oberhalb dieser Pole, diese sich drehenden schwarzen Loches und des schnell wirbelnden am Äquator wirbelnden Toruses. Und diese Polregion ist relativ materiearm. Dort ist die Materie nicht durch Zentrifugalkräfte stabilisiert, sondern dort wirkt die Gravitationskraft des schwarzen Loches unmittelbar. Und die Materie kann eigentlich dort nichts anderes als ins schwarze Loch fallen. Das heißt, Sie kriegen dort in Bruchteilen von Tausendstel von Sekunden sehr stark reduzierte Materiedichten. Das Vakuum, das sich oberhalb des schwarzen Loches befindet, ist ideal, um die Strömungen zu produzieren, die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass Gammablitze ausgestrahlt werden. Wir wussten sehr früh, Theoretiker haben sehr früh aus den beobachteten Gammablitzerscheinungen geschlussfolgert, dass sich die Materie, die diese Gammablitze abstrahlt, mit Geschwindigkeiten von nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen muss. Die Materie, die Gammablitze produziert, muss Eigenschaften haben, die dazu geeignet waren, dass die Materie Geschwindigkeiten von 99,9999% der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Kollidierende Galaxien, das ist ein Prozess, der sehr häufig auftritt. In einigen Milliarden Jahren werden wir, also unser Sternsystem, die Milchstraße, wird zusammenstoßen mit einer Galaxie, die M31 heißt, die Andromeda-Galaxie. Und wir haben untersucht in Computersimulationen, was dabei passieren wird. Beide diese Galaxien sind Scheibengalaxien und im Zentrum sitzt ein superschweres schwarzes Loch. Bei beiden Galaxien? Bei beiden Galaxien, denkt man. Wahrscheinlich sitzt sogar in jeder Galaxie im Zentrum ein superschweres schwarzes Loch. Diese Sternenmassen, die sind also wirklich riesig. Die Sterne kollidieren nicht. Obwohl es 100 Milliarden oder so gibt in jeder dieser Galaxien, ist wahnsinnig viel Platz zwischen ihnen. Es ist wie eine Art Wolke aus Sternen, die sich ineinander verschieben. Aber die Gravitation hat ganz starke Einflüsse. Ja, die Gravitation zerstört jetzt die Kreisbahn der Sterne um das Zentrum. Wir hatten ja zwei Scheibengalaxien, wo die Sterne um das Zentrum kreisen. Die Bahnen werden jetzt gestört, zerstört durch die gegenseitige Gravitation. Das heißt, die Sterne werden in neue Bahnen geschleudert. Aber zwischen den Sternen ist nicht nur leerer Raum, sondern es gibt auch noch ein ganz dünnes Gas, Helium- und Wasserstoffgas, das Material, aus dem neue Sterne entstehen können. Und dieses Material wird jetzt von den Gezeitenkräften in das Zentrum gezwungen, diese beiden Galaxien, wo ja das schwarze Loch sitzt.
Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Das Schwarze Loch saugt dieses Gas auf teilweise und scheint dabei als extrem helles Objekt, als ein sogenannter Quasar. Das sind die hellsten Objekte, die man im Universum kennt. Wie hell? Wie hell? Also so hell wie 100 Milliarden Sonnen. 100 Milliarden Sonnen? Ja, allerdings nur für eine kurze Zeit. Kurze Zeit heißt Sekunden, Jahre, Millionen? Nein, durchaus Jahre. Mehrere 10 Millionen Jahre. Aber auf der kosmischen Zeitskala ist das immer noch ein Moment, ein Augenblick. Aber natürlich bleibt diese extreme Leuchtkraft nicht ohne Effekt auf diese Galaxien. Es passiert dann einfach eine sehr, sehr große Energieeinspeisung im Zentrum dieser Galaxien. Diese schwarzen Löcher saugen also Gas auf und setzen Energie frei. Und das heizt das Gas, das dort ist, extrem auf viele, viele 10 bis 100 Millionen Grad oder so. Das bedeutet dann, dass ein enormer Druck entsteht und es kommt zu einer Art Explosion. Das Gas wird herausgeblasen als ein mächtiger Wind aus dem Zentrum. Ein mächtiger Wind bläst sozusagen aus dem Zentrum der Galaxie? Ja, meistens in zwei Momenten in dieser Vereinigungsphase. Also die beiden Galaxien begegnen sich. Sie haben aber dann natürlich eine hohe Geschwindigkeit und sie kommen nicht abrupt zum Stillstand. Deswegen fliegen sie zunächst mal in einer Art Streifschuss aneinander vorbei. Übereinander hinaus? Ja, übereinander hinaus. Und sie werden dabei dann langsamer durch ihre gegenseitige Anziehung, die Galaxien bereits langsamer sind. Und in beiden dieser Begegnungen, in dieser ersten Phase des Streifschusses und dann in der endgültigen Verschmelzung, sind diese schwarzen Löcher aktiv als Quasare. Und es hängt dann ein bisschen von den Details ab, dieser Begegnung, wie die relative Stärke aussieht, dieser zwei Ereignisse. Aber gemeinsam ist denen, dass immer es zu einem sehr, sehr schnellen Wachstum dieser schwarzen Löcher kommt. Und Sie sagen hier, kollidierende Galaxien wecken schlafende schwarze Löcher. Das heißt, die hatten vorher, waren unauffällig im Zentrum ihrer Galaxien. Richtig. Haben das Ganze zusammengehalten. Ja? Ja, also es ist so, dass in unserer eigenen Milchstraße sitzt solch ein schwarzes Loch. Das heißt Sagittarius A-Star. Hat das Sagittarius? Gewicht A-Star, ja, nach dem, ich denke, nach dem Himmelszeichen von Sagittarius, in diesem, das ist eben das galaktische Zentrum, das man dort sieht. Und dort A-Star ist eben, ich denke, das schwerste schwarze Loch, ist nach einer bestimmten Quelle benannt, die gibt ein bestimmtes Nummerierungssystem hier. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir heute genau wissen, dass da ein schwarzes Loch ist und auch die Masse recht genau kennen, etwa 3,5 Millionen Sonnenmassen. Aber dieses schwarze Loch tut nicht viel. Es ist schlafend. Es tut fast kein Gas aufsaugen, weil einfach da kein Material da ist. Aber wenn wir in einigen Milliarden Jahren als Galaxie mit Material einströmen in das galaktische Zentrum und Sagittarius A-Star wird dann aufscheinen als ein Quasar. Und jetzt mal, was ist ein Quasar? Das ist ja ein Quasi-Star. Also es ist kein Stern, sondern eine Leuchterscheinung, Materie in sich aufsaugt. Ja, der Name quasi-stellares Objekt kommt aus einer Zeit, wo man nicht wusste, was diese Objekte sind. Man hat nur gewusst, dass es eine Punktquelle ist, also ein kleines Objekt wie ein Stern. Auf kleinstem Raum wird eine enorme Leuchtkraft freigesetzt. Ja, die Leuchtkraft einer ganzen Galaxie in einer Region, die einem Stern entspricht. Heute weiß man, oder die einzige plausible Erklärung ist eben, dass es ein schwarzes Loch ist. Und diese Quasare, die sieht man praktisch bis zum Rand des Universums, über Distanzen von 12 Milliarden Jahren, Lichtjahren und mehr. Das ist also ein Blick in die Vergangenheit. Man sieht die bis zum Rand des beobachtbaren Universums, weil sie so hell sind. Das heißt, wenn ein Quasar irgendwo im Universum gewissermaßen angeht, sie scheinen ja immer nur für kurze Zeit, dann kann man sie auch beobachten. Einfach, weil sie so hell sind. Die Entfernung spielt praktisch keine Rolle mehr. Also das schwarze Loch an sich selber ist ja schwarz. Es fängt selbst das Licht ein. Das ist quasi seine Definition. Es ist so schwer, dass nichts seinem Griff der extremen Gravitation entkommen kann. Auch das Licht nicht. Und es ist tatsächlich so, dass das Material, bevor es hineinstürzt in ein schwarzes Loch, sich nochmal extrem aufheizt durch Reibungskräfte und Turbulenz in dem gasdynamischen Fluss, der da auftritt. Da gibt es dann Reibungskräfte. Ja, und die heizen. Strudel, kann man sich das vorstellen. Ja, es ist ein bisschen wie beim Strudel, ein bisschen wie im Waschbecken, wenn Sie den Stöpsel ziehen. Es kommt zu einem Strudel und in dieser Kreisbewegung des Strudels reibt die Flüssigkeit aneinander und wird sehr, sehr heiß, also 10, 100 Millionen Grad. Und dann strahlt es sehr harte Röntgenstrahlung ab und leuchtet dadurch. Und das ist das, was man sieht. Sind das Blitze oder wie ist das? Ja, das ist Schein, schon ein dauerhaftes Leuchten, also über mehrere Millionen Jahre.
Es ist allerdings unter Umständen auch, wir sagen dazu, gebeamt, ein bisschen wie eine Taschenlampe. Das heißt, es ist nicht wie eine Glühbirne, die in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt, sondern es kommt unter Umständen ein Strahl aus dieser Region der Akkretion auf das Schwarze Loch, ein Strahl aus sehr, sehr schnellen Teilchen und Photonen. Und erst wenn dieser Strahl dann zum Beispiel anderes Material trifft, wird dieses Material dann unter Umständen zum Scheinen gebracht und leuchtet auf. Warum nennt man schwarze Löcher gelegentlich Monster? Also Monster würde ich es deswegen nennen, weil es diesen Charakter hat eines schlafenden Objekts, erstmal ein bisschen unscheinbar, gewissermaßen ungefährlich, ein normaler schwerer Stern, wenn man so will, sehr schwerer Stern natürlich, aber unter den richtigen Bedingungen kann es sich zu einem Monster entwickeln, das unfassbare Energiemengen ausspuckt. Energiemengen, die eine ganze... Ach, auch noch ausspuckt? Ja, aufsaugt oder ausspuckt? Es gibt zwei Prozesse, die natürlich gleichzeitig ablaufen. Das Aufsaugen von Material ist eben verbunden mit einer Freisetzung von Energie. Es ist ja so, dass Albert Einstein festgestellt hat, dass Energie im Wesentlichen Masse entspricht und umgekehrt. E=mc², das wissen wir aus Atombomben, was für schreckliche Konsequenzen es hat, wenn man Materie in Energie verwandelt. Nun, ein schwarzes Loch tut was Ähnliches. Und es ist allerdings da viel effektiver als jede nukleare Bombe oder Wasserstoffbombe, denn es wandelt 10% der gesamten Energie, die in der Materie gespeichert ist, E=mc², 10% davon werden als reine Energie freigesetzt. Das ist sehr, sehr viel effizienter als jede nukleare Bombe natürlich. Das heißt, das ist explosiv? Ja? Es ist explosiv in dem Sinn, dass es dann davon abhängt, ob die Umgebung einen gewissen Widerstand darstellt gegenüber einer Bewegung. Das weiß man ja auch aus normalen, sage ich mal, Sprengkörpern. Die sind oft umgeben von irgendeiner Art Mantel, sodass die Explosion erstmal eine Weile, also die Verbrennung eine Weile vonstatten geht. Und erst wenn der Druck so stark wird, dass das Gehäuse es nicht mehr zusammenhält gewissermaßen, dann kommt es zu dieser explosionsartigen Detonation. Es muss also gestaut sein. Man muss es stauen und bei einem schwarzen Loch oder einer Quasaraktivität, jedenfalls sehen wir das in unseren Computersimulationen so, ist es ein bisschen ähnlich. Das schwarze Loch fängt ja an, Material aufzusaugen, weil Material sehr schnell einströmt und setzt dann Energie frei. Aber diese Energie reicht am Anfang erstmal noch nicht aus, um diese Einströmung aufzuhalten. Und dann baut sich mit der Zeit eine Art Druck auf, wie bei einem Druck Kochtopf oder so, wo dann irgendwann der Deckel wegfliegt. So ähnlich ist das. Das heißt, das schwarze Loch setzt erstmal eine Weile lang Energie frei und dann plötzlich reicht die Umgebung, die umgebende Materie, die Einströmung nicht mehr aus, um diese Energie einzuschließen. Und dann wird sie freigesetzt, also eine Art Explosion. Das heißt, dass während 90% dieser Materie aufgesaugt wird und verschwindet quasi aus unserem Universum, in das des schwarzen Lochs eingeht und nie wiederkehrt, wird 10% jetzt nochmal in einem Leuchtfeuer. Ja, nicht? Ja, genau so ist es. Es ist so, dass 90% für immer verschwindet, so quasi, aus unserer Raumzeit, wie wir sagen, verabschiedet, dann nur noch fühlbar ist durch die Schwerkraft, die das schwarze Loch nach wie vor dann ausübt. Aber der Rest taucht auf jetzt als Strahlung, als Wärme, als Photon, als relativistische Teilchen, als Magnetfelder, als reine Energie, wenn man so will. Man sieht auch so eine Jets auch. Haben die was damit zu tun? Die Jets sind genau diese gebündelte Freisetzung dieser Strahlung, das ist richtig. Das heißt, man hat die Vorstellung, dass es eine Art Scheibe gibt, das ist dieser Strudel um das schwarze Loch herum und das Material langsam verringert es seinen Radius seiner Kreisbahn und irgendwann stürzt es dann eben hinein und senkrecht zu dieser Scheibe kommen zwei gebündelte Strahlen, sogenannte Jets, aus dem schwarzen Loch heraus und diese Jets bestehen aus extrem schnell beschleunigten Teilchen, Elektronen und Protonen. Extrem heißt? Also ein Teil der Lichtgeschwindigkeit? Die haben also 99,999% der Lichtgeschwindigkeit. Ist das also wahr? Ja, die sind also, wir sagen dazu, ultra-relativistisch. Fast die Lichtgeschwindigkeit, die ist ja eine natürliche Grenze, aber je näher man an die Lichtgeschwindigkeit kommt, desto höher ist die Energie eines solchen Teilchens. Sie können also schon mal, ein einzelnes Teilchen kann da die Energie von, sagen wir, einem Faustschlag haben. Ja? Und das ist für ein Elementarteilchen schon sehr, sehr viel.
Das heißt, ein Elementarteilchen, das ist sozusagen nanoskopisch klein. Ja? Ja, ja. Und das hätte schon den Faustschlag. Also das sind die extremsten Fälle, die es gibt. So, das ist also eine Billiarde Faustschläge sozusagen in einem Millimeter solcher Materie. Ja, natürlich. Eben schlimm wird das Ganze dadurch, dass es natürlich nicht nur ein Teilchen ist, sondern wieder unvorstellbar viele. Ja, Flüsse von, weiß ich nicht, zehn, hunderte von Milliarden Teilchen pro Sekunde, pro Quadratzentimeter oder so. Und was machen diese beiden schwarzen Löcher jetzt miteinander? Also die beiden schwarzen Löcher finden sich irgendwann auch. Und weil sie ja eine Gravitation aufeinander ausüben. Genau, die Gravitation, sie sinken zum Zentrum dieser verschmolzenen Galaxie. Man hat ja die zwei. Drehen die sich umeinander dann? Ja, die drehen sich umeinander. Wir sagen dazu, sie bilden einen Binary, ein Black Hole Binary. Ein paar solcher schwarzen Löcher, die sich umeinander drehen, umeinander kreisen. Und vereinigen die sich dann? Das denkt man, die werden sich vereinigen. Warum? Warum? Ja, weil diese beiden schwarzen Löcher langsam Energie auch abgeben. Das dadurch heißt, die Fliehkräfte oder welche Kraft wird dann weniger, sodass sie sich nicht mehr umkreisen, sondern also ineinander stürzen? Also zunächst mal, wenn es nichts anderes gäbe, dann würden die ewig umeinander kreisen. Also fast ewig, sagen wir mal. Wie eine Uhr. Wie eine Uhr. Ich sage Ihnen gleich, warum es nicht wie eine Uhr ist. Es gibt zwei Effekte. Erstens mal schleudern diese schwarzen Löcher Sterne in ihre Umgebung heraus aus der Galaxie, weil sie viel schwerer sind als die Sterne. Tun sie die sozusagen aus dem Weg kicken und dabei durch den Rückstoß werden die schwarzen Löcher aber selber langsamer. Dadurch sinkt dann der Abstand der beiden schwarzen Löcher. Und wenn der Abstand relativ klein geworden ist, dann geben die beiden schwarzen Löcher auch Gravitationswellen ab. Das ist auch eine Konsequenz der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, dass schnell bewegte Massen, vor allem wenn sie sehr schwer sind, auch Wellen abgeben, Gravitationswellen. Und wenn man das tut, dann verliert man auch Energie. Also die Vorstellung ist die, dass diese sich umeinander kreisenden schwarzen Löcher mit der Zeit zu einer Quelle von Gravitationswellen werden. Und diese Strahlung wird immer intensiver, je geringer der Abstand wird dieser schwarzen Löcher. Und am Ende geht es dann ganz schnell. Das heißt, es kommt noch zu ein paar schnellen Umdrehungen. Und dann wird es zu einer Art Kontakt kommen der schwarzen Löcher. Was dann genau passiert, weiß man auch nicht so genau. Das ist sehr, sehr schwierig zu berechnen. Es wird zu einer Art Ausbruch nochmal der Strahlung aus Gravitationswellen kommen und dann verschmelzen auch die schwarzen Löcher und sie ringen dann noch, sie schwingen ein bisschen wie eine Glocke für eine kurze Zeit, weil sie aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Und diese Schwingung dieses verschmolzenen schwarzen Lochs klingt auch ab durch Gravitationswellen. Es ist so, dass in der Astronomie sind die Gravitationswellen wirklich die Herausforderung der Zukunft. Man hat die noch nicht nachweisen können. Das ist Theorie, wenn man in der Zukunft diese direkt nachweist. Die moderat kleinen solcher superschweren Löcher, die haben 1 Million bis 10 Millionen Sonnenmassen. Und es geht dann ins großen Galaxien. Und da gibt es dann auch jetzt Körper mit 2 Millionen Sonnenmassen. Genau, also sicher, wenn jetzt unsere Milchstraße, nochmal um das Beispiel auf das zurückzukommen, mit Andromeda kollidiert. Löcher haben im Moment vielleicht so 3 bis 4 Millionen Sonnenmassen. Okay, dann werden sie verschmelzen, dann haben sie natürlich, sagen wir mal, 7 bis 8. Während der Verschmelzung saugen sie noch ein bisschen Gas auf, dann steigt ihre Masse vielleicht auf 10 bis 15 Millionen Sonnenmassen. Also schon nochmal ein deutliches Stück schwerer. Aber im Universum passiert dieser Prozess immer wieder. Auch das Produkt, das da entstanden ist, die neue Galaxie, könnte wieder zusammenstoßen mit einer anderen Galaxie und dann hätte man wieder 2 superschwere schwarze Löcher und die würden wieder miteinander verschmelzen und wieder größer werden. Und so kann eine Hierarchie entstehen, also das Galaxien können immer größer werden, ist das richtig? Ja, das ist genau. Oder gibt es da eine absolute Größe? Es gibt eine absolute Größe deshalb nur, weil die Zukunft des Universums sich unterscheidet in einer bestimmten Weise von Alternativen, die denkbar wären. Es gibt dunkle Energie, die einfrieren wird in der Zukunft. Das heißt, der Prozess hört auf. Aber in der Vergangenheit war es so, dass permanent aus kleineren Galaxien immer größere entstanden sind.
Sie und ich sitzen hier am Tisch und wir sprechen miteinander. Wir befinden uns auf der Erde, einem kleinen blauen Planeten im Sonnensystem, der vor allem aus Silizium besteht, die Atmosphäre aus Sauerstoff, Kohlenstoff. Sie haben Eisen in der Erdkruste, Sie haben Eisen im Erdkern. Und alles das tragen wir in unseren Zellen nochmal mit uns. Alles das tragen Sie in Ihrem Körper. Sie bestehen aus Materie, deren Herkunft wir zu verstehen versuchen. Und wenn Sie sich mit der Astrophysik beschäftigen, dann sind Sie gewohnt, diese fundamentalen Fragen, den fundamentalen Fragen nachzuspüren. Und eine dieser fundamentalen Fragen ist eben, woher kommt der Materie, Stoff, aus dem wir sind, aus dem die Erde ist. Aus den frühen Sternen, diesen wilden, schnelllebigen, verschwenderischen blauen Riesen können wir nicht stammen. Denn die bestehen ja nur aus Helium und Wasserstoff. Ja, dem Urknall selbst sind nur Helium im Wesentlichen und Wasserstoff entstanden. Wasserstoff zu 70%, Helium zu 30% und eine ganze kleine Beimengung nur von etwas schweren Elementen, Lithium zum Beispiel. Aber alle die schweren Elemente, aus denen wir bestehen, aus denen die Erde besteht, aus denen sich die Zellen aufbauen unseres Körpers, die kommen aus anderen Quellen. Wir wissen heute, es ist eine Theorie, die geht auf die 50er Jahre zurück, wurde auch dann mit dem Nobelpreis belohnt, dass es Sterne sind, die diese Elemente erbrüten. Das sind eben dann massereiche Sterne, die in ihrem Inneren Wasserstoff verbrennen zu Helium, Helium verbrennen zu schweren Elementen, Kohlenstoff, Sauerstoff produzieren. Und die Frage, die sich dann für den Astrophysiker stellt natürlich, wenn diese Sterne diese Elemente in nuklearen Fusionsreaktionen aufgebaut haben, wie kommen denn diese Elemente überhaupt in das interstellare Medium? Wie passiert das, dass die Sterne diese Materie wieder freigeben? Diese sogenannten Typ 1a, Supernovae, die weißen Zwerge, die explodieren, produzieren hauptsächlich Eisen, Nickel und Eisen bei ihrer Explosion. Und diese Typ 1a Supernovae sind in Doppelsternsystemen. Der weiße Zwerg, ein Stern etwa von der Masse unserer Sonne, begleitet dabei einen Stern, der Materie abgibt und an diesen weißen Zwerg seine Masse übergibt. Das heißt, also dieser weiße Zwerg ist wie groß? Der weiße Zwerg hat nur ungefähr einen Radius von 1000, 3000 Kilometern. Der ist also etwa so groß wie unser Mond, nicht sehr viel größer. Und umfasst aber die ganze Masse der Sonne? Der umfasst die Masse der Sonne. Die liegt also, die Materie liegt also in diesem weißen Zwerg in einem hochkomprimierten Zustand vor. Und gierig sozusagen und gravitationsmächtig. Ja. Zapft er seinen Begleiter an, ein binäres System, einen anderen Stern. Genau. Ja? Und da gibt es so eine Materiebrücke. Ja. Die zu ihm rüberleitet. Ja, also der Begleitstern muss gewisse Eigenschaften erfüllen, der muss sich aufgeblasen haben, so weit, dass er eben an seiner Oberfläche Materie verlieren kann. Und der weiße Zwerg muss genug nahe sein, dass er eben dann die Gravitationskraft ausübt, die nötig ist, diese Materie von dem schwereren, massereicheren Stern zu sich herüberzuziehen. Und raubt sozusagen, ja. Ja, eine Akkretionsscheibe. Also um Exakt. Sich herum ist ja. Jetzt sozusagen die fremde Materie. Ja, die Materie hat einen Drehimpuls, sagen wir. Also die bewegt sich auf spiralförmigen Bahnen und nähert sich dem weißen Zwerg in Form einer Scheibe und wird dann letztendlich an diesen weißen Zwerg angelagert und der weiße Zwerg wächst, der frisst immer mehr, bis er eine Masse erreicht, die so groß ist, dass dieser weiße Zwerg nicht mehr stabil bleiben kann. Der weiße Zwerg erreicht eine Grenzmasse, die nennen wir nach einem berühmten indischen Physiker, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die theoretischen Fundamente für das Verständnis der Materie in diesen Objekten gelegt hat, nämlich Subrahman Chandrasekhar, die nennen wir Chandrasekhar-Masse. Das ist ungefähr das 1,4-fache der Masse unserer Sonne. Und wenn der weiße Zwerg so viel Masse aufgesaugt hat, dass er diese Grenzmasse erreicht, fängt er an, sich zusammenzuziehen. Der wird instabil. Kollabiert. Ist das in Sekunden oder Minuten oder Tagen oder Jahren? Im Prinzip könnte er kollabieren. Das tut er allerdings nicht, wenn er zu einer Typ 1a-Supernova wird, wenn er also als Supernova dieses besonderen weißen Zwergtypes explodiert. Was dann nämlich in seinem Inneren vor sich geht, ist, dass die Temperaturen so weit steigen, dass der dort noch vorhandene Kohlenstoff und Sauerstoff anfängt, Kernfusionsreaktionen zu treiben. Also die Kohlenstoffteilchen und Sauerstoffteilchen reagieren miteinander und produzieren dabei Energie. Und dieser Prozess kann durch die besonderen Bedingungen in dem weißen Zwerg so schnell vor sich gehen, dass die Energie, die dabei freigesetzt wird, ausreicht, den weißen Zwerg völlig zu zerstören.
Also der Weiße Zwerg wird in dieser Situation durch die Energiefreisetzung in einer gewaltigen Explosion zerrissen. Und von dem Weißen Zwerg bleibt nichts mehr übrig. Die Materie, die dabei ausgeschleudert wird, wie gesagt, besteht vor allem aus Eisen und Nickel. Das ist eben das Material, das durch die Verbrennung von Kohlenstoff und Sauerstoff letztendlich entsteht. Etwa 10% der gesamten Materie unserer Milchstraße ist durch solche Supernovae prozessiert worden. Also das sind sehr häufige Ereignisse. Es gab im Laufe der 10 Milliarden Jahre Entwicklung unserer Milchstraße ungefähr in der Größenordnung etwa 100 Millionen Supernova-Explosionen. Und diese Explosionen, wie gesagt, die sind relativ selten in unserer Galaxie, nur ein- bis zweimal pro Jahrhundert. Und wir beobachten sie in anderen Milchstraßensystemen. Aufgrund dessen, weil wir wollen nicht so lange warten, bis wir hier in der Galaxie eine bekommen. Da gibt es einen zweiten Typus. Ja. Der ganz anders zusammengesetzt ist. Der läuft völlig anders ab. Und das ist eine eigene Art von Explosion, die, wie wir vorhin schon begonnen hatten zu sprechen, von massereichen Sternen herkommt. 1987a. Ja, die Supernova 1987a ist das letzte Ereignis dieser Art in relativ naher Position zur Erde, nämlich in einer Begleitgalaxie der Milchstraße, der großen Magellanischen Wolke. Und diese Supernova 1987a ist also eine neuzeitliche Supernova, bei der man die Chance hatte, mit den guten Instrumenten, die 1987 zur Verfügung standen, mit den Teleskopen, mit Röntgen- und Gamma-Beobachtungen, dieses Ereignis zu verfolgen. Und weil diese Erdnähe dieser Supernova, weil eine relative Erdnähe, die war nur 170.000 Lichtjahre weg, gegeben war, konnten wir präzise Informationen bekommen, die in der Explosion entstanden sind, über Mischvorgänge, die in diesem Ereignis abgelaufen sind. Neutrinoschwärme, die in Kamiokonda, ja, im Detektor, ja, nicht? Ganz genau. In Erscheinung treten. Das war vielleicht das Fundamentalste und Spektakulärste, was im Zusammenhang mit dieser Supernova beobachtet wurde, nämlich die Messung von Elementarteilchen, die aus dem innersten Zentrum des explodierenden Sterns stammen mussten, nämlich von Neutrinos. Der massereiche Stern hat im Inneren, und da schließt sich der Beschreibungszyklus, der hat im Inneren einen Kern entwickelt, einen schweren Eisenkern. Der massereiche Stern hat nämlich im Gegensatz zu masseärmeren Sternen aus dem Verbrennen von Wasserstoff Helium, dann weiter Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff verbrannt, von Sauerstoff ausgehend in der Verbrennungsreaktion Silizium aufgebaut und schließlich befindet sich in seinem Inneren aus dem Siliziumbrennen entstandenes Eisen. Also diese Folge von Kernreaktionen. Das ist kein Doppelstern. Nein, das ist kein Doppelstern, das ist ein einzelner Stern. Ja, und der ist sozusagen insolvent geworden, wenn Sie so wollen, weil ab Eisen kann er keine neue Energie produzieren. Ganz genau. Eisen ist das am stärksten gebundene chemische oder nukleare Element. Der Eisenkern selbst kann durch keine Kernreaktionen Energie freisetzen. Die Nukleonen, die Kernbauteilchen, Neutronen und Protonen sind in Eisenkernen so fest gebunden, dass Kernreaktionen keine Energiefreisetzung mehr ermöglichen. Der Stern hat sich also damit seiner Energiequelle beraubt, indem er Eisen aufgebaut hat. Und nur solche massereichen Sterne, die schwerer sind als etwa zehnfache Masse der Sonne, kommen bis zu diesem Zustand. Und im Inneren des Sterns wächst also dieser Eisenkern. Dieser Eisenkern erreicht auch irgendwann diese kritische Chandrasekhar-Masse. Genauso wie dieser weiße Zwerg in seinem Doppelsternsystem durch die Masse, die er von seinem Begleiter aufnimmt. Der Stern im Inneren aber erbrütet sich diesen Chandrasekhar-Masse-Kern, indem er eben Silizium immer weiter verbrennt zu Eisen, bis eben bei Sonnenmasse ungefähr. Und dann wird dieser Kern nicht mehr stabil bleiben können. Wie Chandrasekhar es vorhergesagt hat, muss in dem Fall Instabilität einsetzen. Im Fall des Typ 1a Supernova Weißen Zwerges hat das Ganze zu einer Explosion geführt. Das haben wir besprochen. Und jetzt was passiert hier? Hier passiert was anderes. Weil eben Eisen nicht mehr weiter verbrennen kann, weil keine weitere Energie mehr freigesetzt werden kann, muss diese
Masse von 1,4, 1,5 Sonnenmassen, Eisenkern, katastrophal kollabieren. In sich zusammenstürzen. Die Gravitation wird so stark. In Sekunden. In Bruchteilen von Sekunden wird dieser Kollaps eingeleitet. Nachdem Millionen von Jahren vergangen sind, um diesen Eisenkern aufzubauen im Zentrum des Sterns, ist die letzte Phase der Entwicklung eine Kern. Und dieser Kern wird gravitativ instabil. Die Gravitation ist so stark, dass nichts mehr der Gravitation die Kraft entgegensetzen kann, um den Kollaps aufzuhalten, bevor im Inneren dieses kollabierenden stellaren Kerns sich Materie so dicht angesammelt hat wie in Atomkernen. Wir nennen so eine Massenansammlung von der Größe einer Sonnenmasse oder mehr dann Neutronenstern. Das ist nur 10 Kilometer groß. Im Beginn noch nicht, da sind es noch 100 Kilometer, weil dieser Neutronenstern natürlich anfangs noch sehr heiß ist. Also Sie haben den Kollaps von einem Anfangsradius von etwa 3000 Kilometern, 1500 bis 3000 Kilometern, auf einen Neutronenstern Anfangsradius von einigen 10 Kilometern vielleicht, maximal 100 Kilometern. Also dieser Prozess hat zu einer Schrumpfung von einem anfänglich weißen Zwergartigen zu einem sehr viel noch kompakteren Zustand geführt. Wie sieht sowas aus? Ja, die Materie im Inneren eines Neutronensterns ist zunächst in dieser Phase, besteht vor allem aus Neutronen und Protonen. Also Sie haben die Kernbauteilchen, die in diesem heißen anfänglichen Neutronenstern durch Gravitationskräfte in dieses kleine Volumen zusammengequetscht werden. Und diese Kernbauteilchen bewegen sich mit hohen Geschwindigkeiten, weil die Temperaturen eben bis zu 100 Millionen Grad sein können im Inneren dieser heißen Neutronensternmaterie. Bei diesen Temperaturen und den Dichten oberhalb von Kernmateriedichte, also die Dichte selbst ist im Zentrum des entstehenden Neutronensterns höher als die Dichte in Atomkernen, entstehen Neutrinos wiederum in extrem großer Zahl. Diese Neutrinos werden durch viele Prozesse erzeugt, das sind unter anderem Umwandlungsprozesse von Neutronen in Protonen und umgekehrt, und es können auch aufgrund dieser hohen Bewegungsenergie Elektronen und Positronen sich verwandeln in Neutrino-Antineutrino-Paare. Dabei entstehen eben Neutrinos in extrem großen Zahlen. Dieser Neutronenstern kühlt über die Abstrahlung von Neutrinos, und die gravitative Bindungsenergie, die in dem Kollaps freigesetzt wird, also die Bindungsenergie, die entsteht, wenn eine noch kompaktere Neutronensternstruktur entsteht, die wird hauptsächlich über Neutrinos weggeschleppt. Und es waren solche Neutrinos, die im Zusammenhang mit der Supernova 1987a tatsächlich gemessen wurden. Aus der Supernova kamen bei dem Ereignis eine Zahl, die wir nicht anders formulieren können als mit diesem unüberschaubaren, also mit diesem etwas unfühlbaren Exponenten. Es kamen 10 hoch 58 Neutrinos aus der Supernova. Ein kleiner Teil dieser Neutrinos, etwa in der Größenordnung von 10 hoch 30 dieser Neutrinos, sind durch die Erde gelaufen. Und wiederum nur 24 von diesen Neutrinos haben in den irdischen Experimenten Reaktionen erzeugt. Also in diesem großen Wasserbecken, ja, eine Reaktion ausgelöst, aber das ist viel. Das ist ja schon eine Schwelle. Da waren es 11 in Kamiokande, es gab weitere 9, 8 in einem amerikanischen Experiment und 5 wurden in einem russischen Experiment gefunden. Und dieser Neutronenstern letztendlich, der würde gar nicht als Neutronenstern überleben, wenn wir nicht noch etwas anderes bei diesem Ereignis hätten, nämlich eine gewaltige Explosion, die den Rest der umgebenden Sternmaterie ins Weltall ausschleudert. Stellen wir uns vor, das würde nicht passieren, sondern Sie hätten diesen Neutronenstern. Aber weil der Neutronenstern ja im Inneren des massereichen Sterns geboren wird, ist natürlich eine große, große Menge an Sternmaterie um den Neutronenstern herum. Etwa 10 oder eben mehr als 10-fache Masse unserer Sonne. Und diese Materie, die wird natürlich weiter einstürzen auf den entstehenden Neutronenstern. Wenn der Neutronenstern so weit gewachsen ist, dass der Neutronenstern mehr als ungefähr 2,5- bis 3-fache Masse unserer Sonne erreicht hat, kann er auch als Neutronenstern nicht mehr überleben, sondern wird in einen Zustand kollabieren, der noch viel exotischer ist und von dem wir nur eine vage Vorstellung im Augenblick haben, nämlich ein schwarzes Loch. Der Neutronenstern wird also zu einem schwarzen Loch zusammenstürzen, wiederum getrieben von den gewaltigen Kräften der Gravitationskraft.
Das ist wie so ein Regen, muss man sich das vorstellen. Also jawohl. Die Materie regnet einfach. Die regnet auf diesen Neutronenstern herunter und zwar mit ganz, ganz großen Raten. Also in sehr, sehr schnellen, in sehr, sehr kurzen Zeiten wird sehr, sehr viel Materie auf den Neutronenstern hinunterfallen. Ja. Und dieses schwarze Loch, das dann entstehen würde, wenn der Neutronenstern eben kollabiert, das hat ganz besondere Eigenschaften, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen sollten. Und jetzt gehen wir aber auf darauf, dass nicht durchgestürzt wird ins schwarze Loch, sondern es hält vorher inne, weil es dem Neutronenstern oder dem Gesamtgebilde gelingt, sozusagen seine Masse in den Weltraum zu pusten. Ja? Ja. Also ein Gegenwind erhebt sich. Ganz genau. Also wir stellen uns das so vor, dass dieser Neutronenstern, der als heißes Objekt geboren wird und diese hohen Flüsse an Neutrinos produziert, mit Hilfe der Neutrinos den Stern zur Explosion treibt. Das ist ein Prozess, der in seinen Einzelheiten extrem kompliziert ist. Also die Neutrinos, die davonfegen. Ja, die entweichen, nehmen sozusagen Materie mit. Nicht sehr starke Rotation. Im Allgemeinen ist das wohl nicht der Fall, dass die Sterne so schnell rotieren. Die Neutrinos, die aus dem Neutronenstern herauskommen, an seiner Oberfläche dann abgestrahlt werden, die können den Stern, diese 10 bis 20 Sonnenmassen von Sternmaterie darüber, nicht ganz ungehindert durchlaufen. So wie einige der Neutrinos in diesen Laborexperimenten Ereignisse produziert haben, so wie noch viel mehr dieser Neutrinos auch im Inneren. 24 auf so und so viele Trillionen. Ja, aber im Erdkörper selbst haben natürlich noch sehr viel mehr reagiert. Und der Stern selbst im Inneren ist noch sehr viel dichter als die Erde und ist auch näher dran an dieser Neutrino-Quelle. Also die Neutrinos, die da abströmen, durchströmen, die reagieren mit einigen dieser Atomkerne, mit einigen dieser Neutronen und Protonen, die im Inneren der Sterne vorliegen und deponieren dort ihre Energie. Also die heizen ganz kräftig. Mit anderen Worten, in der Umgebung des Neutronensterns wird kräftig geheizt. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, das müssen Sie sich so vorstellen, als ob die Sternmaterie, die den Neutronenstern umgibt, ähnlich ist wie die Suppe in einem Kochtopf, den Sie auf die Herdplatte stellen. Sie stellen den Kochtopf auf die Herdplatte und heizen von unten kräftig und so ähnlich heizen die Neutrinos die Materie in der Umgebung des Neutronensterns. Und dann fängt diese Materie an, heftig zu brodeln und zu kochen. Ja, das gibt macht sie auch amorph, ja? Also es geht nicht kreisförmig vor sich. Nein, das gibt Blasen, das gibt heftige Turbulenzen. Die Materie fängt an, in Blasen aufzusteigen und heiße Materie wabert und brodelt um den Neutronenstern herum. Wenn dieser Prozess so weit gereift ist, dass die Neutrinos so viel Energie dort abgelegt haben in dieser umgebenden Materie, Sternschichten nach außen zu schieben, beginnt die Explosion. Und diese Stoßfront jagt durch den Stern und zersprengt den gesamten Stern in einer Supernova-Explosion, sodass letztendlich nur der Neutronenstern als kompakter Überrest verbleibt, umgeben von einer Hülle expandierenden, mit hohen Geschwindigkeiten, mehreren 10.000 Kilometern pro Sekunde expandierenden Gases. 10.000 Sekundenkilometer, ja. Also 10.000 Kilometer pro Sekunde ist die Expansionsgeschwindigkeit dieser ausgeschleuderten Supernova-Materie anfangs. Alles, was in der Umgebung ist, wird mitgerissen. Also falls da Planeten wären oder irgendwas, das wird alles nach außen gerissen. Also wenn irgendwie diese Supernova in einem engen Doppelsternsystem explodieren würde, dann wird der zweite Stern mit. Der würde Materie verlieren, der müsste Materie abgeben, würde abgestreift werden, würde mitgeschleudert werden. Wenn ein Planetensystem diesen Stern umgeben hätte, wobei das sehr unwahrscheinlich ist, weil diese Sterne nur relativ kurze Lebenszeit haben, aber wir wissen heute auch, dass Planetensysteme sich relativ schnell bilden könnten, dann würden die Planeten natürlich letztendlich... Die Kugel mitgerissen. Das vielleicht nicht, aber die würden so intensiver Strahlung ausgesetzt sein, dass diese Planetenoberflächen aufgeheizt würden und wenn überhaupt dort irgendwas existieren würde, würde das in diesem Ereignis vernichtet werden. Wir dürfen uns auch nicht wünschen, dass so eine Supernova-Explosion allzu nahe an der Erde stattfindet. Die Materie dort ist dichter gepackt als in Atomkernen auf der Erde. Also Sie haben unsere chemischen Elemente und Sie wissen, dass die chemischen Elemente ja aus einem Atomkern, der sehr klein ist, besteht, umgeben von einer Elektronenhülle. Das ist die ganze Leere dazwischen, ja? Die ist eingedickt. Die ist weg. Die Atomkerne alleine liegen vor, noch viel schlimmer. Die Atomkerne sind zerspalten in einzelne Nukleonen, Neutronen und Protonen. Und die Elektronen bewegen sich auf sehr engem Raum dazwischen, um Ladungsneutralität zu gewährleisten.
Aber die Materie ist nicht wie hier auf der Erde im Wesentlichen leerer Raum, in dem irgendwo in ganz einsamer Umgebung die Atomkerne sich befinden, sondern Kern an Kern, Nukleon an Nukleon, Neutron an Neutron. Die Elektronen befindet sich kriechen dazwischen sozusagen, ja, wie in einem Sumpf. Ja, die sind als waberndes Gas dazwischen und kriechen in den vorhandenen Lücken und Räumen. Man darf sich das natürlich nicht so ganz vorstellen. Das ist jetzt eine sehr klassische Bildhaftigkeit, die wir da benutzen. Das ist quantenmechanisch zu beschreiben. Das ist ein System, in dem Zustände vorliegen, die halt ausgedehnt sind über die Räume. Das Besondere allerdings im Zentrum des Neutronensterns ist, dass dort möglicherweise Materie in einer Form vorliegt, die hier im Labor gar nicht zu erzeugen ist, nämlich als freies Plasma, als freier Zustand von Quarkmaterie. Und dieser Zustand von freien Quarks, in dem also die Nukleonen als Einheiten nicht mehr existieren, Neutronen und Protonen sich aufgelöst haben, dieser Zustand hätte ganz besondere Eigenschaften und würde auch dem Neutronenstern besondere Eigenschaften verleihen. Also ein Chemist würde sagen, daraus kann ich die ganze Natur neu erzeugen? Das ist richtig, nur würden Sie natürlich diese Materie aus dem ganz tiefen Inneren des Neutronensterns nur mit großen Schwierigkeiten wieder herausbekommen. Es gibt allerdings Spekulationen, die man auch versucht experimentell zu erforschen, ob nicht von Oberflächen kalter existierender Neutronensterne solche Quarkmaterie in die Umgebung gelangen könnte, zum Beispiel in zusammenstoßenden Neutronensternpaaren. Darauf kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen. Im Neutronenstern in einer Supernova allerdings ist diese Materie eben im tiefen inneren Zentrum verborgen. Wir fliegen hier durch ein simuliertes Universum. Das ist die dunkle Materieverteilung im All. Wir legen eine Strecke zurück von 2,4 Milliarden Lichtjahren. Und alles, was hier leuchtet oder leuchtend gezeigt ist, ist in Wirklichkeit die dunkle Materie im Universum. Und wie können Sie das ermessen? Das heißt, das messen Sie gravitativ? Ja, wir verfolgen. Aus Ihrer Wirkung? Ja, wir verfolgen auf dem Computer die Bahnbewegung dieser dunklen Materie. Das heißt, das ist das Endprodukt der Entwicklung des Universums vom Urknall bis jetzt. Und die Galaxien im Universum sind jeweils in den Zentren dieser kugelförmigen Ansammlungen aus. Im Zentrum sind Galaxien, dort sitzen die Sterne, die sind jetzt hier nicht gezeigt, sondern die dunkle Materie ist gezeigt. Und Sie sehen hier auch, dass die in einem besonderen, komplexen geometrischen Muster im Raum angeordnet sind. In der Mitte dieses Flugs sehen wir einen großen Galaxienhaufen, den wir einmal umrunden. Er enthält etwa 1000 Galaxien. Das sind diese größten Objekte im All. Als Beispiel sozusagen, ja. Nicht? Ja, ja. Und davon gibt es aber mehrere. Ja, es gibt auch in dieser Simulation mehrere. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Ja. Die haben einen großen Abstand. Die sind natürlich relativ selten, diese riesigen Objekte. Aber es gibt viele davon. Und wenn Sie so ein Objekt mir mal beschreiben, also da ist viel Leerraum zwischen. Ja, also dieses Objekt, dieser Galaxienhaufen besteht also aus 1000 Galaxien, die jeweils 100 Milliarden Sterne enthalten, grob. Diese Galaxien umkreisen einander mit einer hohen Geschwindigkeit und sind alle eingebettet in einem großen See aus dunkler Materie. Und wenn Sie mir mal Geschwindigkeit erläutern, ja, was für Geschwindigkeitstypen gibt es ja, bei Sternen und bei Galaxien? Geschwindigkeitstypen? Ja. Es kommt darauf an, ob die Galaxie eine Scheibengalaxie oder eine elliptische Galaxie ist. Bei Scheibengalaxien gibt es eine geordnete Bewegung ums Zentrum und es sind Kreisbahnen mit Geschwindigkeiten von typischerweise zwischen 100 und sagen wir, 300 Kilometer pro Sekunde. Ähnlich groß, nur gibt es da keine Kreisbahnen oder es kann Kreisbahnen geben, aber die sind völlig durcheinander gewürfelt. Das heißt, es gibt keine Ebene, in denen die Sterne sich bewegen. Und dann in solchen Galaxienhaufen bewegen sich die Galaxien nochmal als Ganzes viel schneller. Man hat also auch eine gewisse... Viel schneller, wie schnell im Verhältnis zueinander?
Etwa 1500 Kilometer pro Sekunde, manchmal auch 2000. Rasen die da ineinander herum? Also es ist wieder so, dass die, es ist wie ein Bienenschwarm. Die Galaxie, Sie sehen das auch in diesen Bildern, dass die einzelnen weißen Punkte schon größeren Abstand voneinander haben. Und sie treffen sich in der Regel nicht, sondern es gibt sozusagen eine permanente nahe Begegnungen. Aber der relative Raum zwischen den leuchtenden Sternen ist so groß, dass diese Galaxien ohne Probleme mit hohen Geschwindigkeiten umeinander herumkreisen können. Eine gravitative Attraktion, wenn Sie mir doch mal beschreiben, die führt ja nicht dazu, dass ein Körper auf einen anderen trifft, also wie so eine Kanonenkugel, sondern dass die Geschwindigkeit so erhöht wird, dass der Körper um den anderen, den er gravitativ umkreist, herumgerissen wird. Ja, richtig. Ja, die Gravitation tut die beiden Körper natürlich schon versuchen zusammenzubringen. Die Anziehung wirkt zwischen ihnen. Aber durch diesen Übereifer, durch die große Kraft, beschleunigt sie. Ja, und man muss die Körper so, dass sie Fliehkräfte gewinnen. Ja, und was das Problem ist, sozusagen die Quergeschwindigkeiten, die am Anfang vielleicht schon existiert haben. Wenn nicht schon am Anfang die beiden Objekte genau aufeinander zielen, wenn die nicht exakt auf ihr Zentrum zielen, dann werden sie sich nie treffen. Das ist das große Geheimnis, warum nicht alles immer sofort zu einem Punkt zusammenstürzt. Deswegen gibt es eben keine, nicht nur sozusagen Treffer mitten ins Herz, die muss man arrangieren. Schon die beiden Galaxien müssten sich schon, wenn sie weit weg sind, müssten ihre Geschwindigkeiten exakt aufeinander zeigen. Nur dann würde die Schwerkraft sie auch zu einem Volltreffer zusammenführen. Und weil diese exakte Feinjustierung normalerweise nicht gegeben ist. Sodass auch ein Impact, der auf der Erde einschlagen soll, nicht unbedingt einschlägt. Der kann auch in eine Kreisbahn überführt werden. So ist es eben. Auch Asteroiden oder die meisten Kometen treffen ja natürlich die Erde nicht oder fallen auch nicht in die Sonne hinein. Obwohl natürlich die Sonne, meinetwegen einen Kometen, sehr stark anzieht. Aber der Komet hat eben eine Geschwindigkeit, die nicht exakt auf die Sonne zeigt. Und diese kleine Dejustierung, die reicht aus, um diesen Kometen zu retten. Er fliegt dann, er wird beschleunigt von der Sonne, aber schießt an ihr vorbei. Er trifft sie nicht. Das nennen Sie Quergeschwindigkeit. Ja, genau. Diese Quergeschwindigkeit, das nennt man dann Drehimpuls. Es gibt ein physikalisches Gesetz, dass dieser Drehimpuls, das in dieser Bahnbewegung erhalten bleibt, der Erhaltungssatz des Drehimpulses verhindert diese Volltreffer. Nach diesen Forschungen, wie Sie sie betreiben, ist ja eine enorme Durchmischung der Fall im Neutronenstern und in der Sternenhülle. Die viele tausend Kilometer. An den Rand, also durch Helium und Wasserstoff und die Gase hindurch getrieben. Ja. Ja? Umgekehrt werden Helium und Wasserstoff in den Kern gepumpt. Ja. Ja? Also ein Gefäß, das der Alchemist schüttelt, kann ich stärker durchmischen als dies hier. Ist ein guter Vergleich, Sie erzeugen die schwereren Elemente sehr nahe am Neutronenstern, weil dort diese extremen Bedingungen vorliegen. Und dann nach außen hin sind Schichten leichter Elemente, und die eben der Stern in seiner Entwicklung vorher schon erzeugt hatte, bis in der Außenhülle der Restwasserstoff noch vorhanden liegt. Und diese Schichten werden vollständig in der Explosion durchmischt. Wir haben das in der Supernova 1987a live miterlebt, dadurch, dass wir eben durch Beobachtungen, insbesondere von Röntgenstrahlung und Gammastrahlung, die schweren Elemente diagnostizieren konnten. Denn diese radioaktiven Elemente, die ganz, ganz innen in der Nähe des Neutronensterns entstanden sind, die sind in diesem Durchmischungsprozess bis in die Wasserstoffhülle transportiert worden. Und so konnten die Beobachter mit Röntgeninstrumenten Röntgenstrahlung viel, viel früher als früher theoretisch vorhergesagt beobachten. Anstatt nach Monaten wurde Röntgen- und Gammastrahlung bei der Supernova 1987a bereits nach wenigen Wochen gesehen. Und diese Erklärung, das zu erklären, war notwendigerweise nur möglich, wenn irgendein Durchmischungsprozess diese Elemente nach außen transportiert. Wie entsteht Gold zum Beispiel? Ja. Und unter anderem bei diesen schweren Elementen, die im Inneren im Neutronenstern umgebenden Gebiet erzeugt werden, unter anderem entstehen dort neutronenreiche Elemente, schwere Elemente wie Gold, Blei, Eisen und Thorium. Was ist eigentlich an Gold das Besondere? Ist es weich?
Das müssen Sie die Leute fragen, die das Geld, die viel Geld für Gold bezahlen. Nein, ich denke, das Besondere ist einfach, es ist ein schönes Metall, es ist ein glänzendes Metall, ein gelb glänzendes Metall und es ist relativ selten. Es ist weich, kein einziges Schwert können Sie daraus schmieden. Das ist völlig richtig. Da gibt es natürlich auch andere Metalle, die weich sind. Blei zum Beispiel ist natürlich sehr viel weicher noch und trotzdem ist es nicht. Elementen ist vor allem ihre relative Seltenheit im Vergleich zu den Elementen, die Erdkruste aufbauen, im Vergleich zu Silizium oder auch Eisengruppenelementen. Und das erzählt uns auch ein bisschen was über die Herkunft. Das ist nämlich interessant. Die relative Seltenheit, die Rarität, die diese Elemente darstellen, die bedeutet, dass der Prozess, in dem diese Elemente im Universum entstehen, dass der Prozess ein ganz besonderer sein muss. Und dass die Bedingungen, unter denen dieser Prozess abläuft, ganz extreme Bedingungen sein müssen. Und das deutet auf einen Entstehungsort hin, der eben ganz, ganz exotisch ist. Und wir denken, wegen der Bedingung, die nötig ist, nämlich hohe Neutronendichten, dass es die Umgebung eines entstehenden Neutronensterns ist, in dem dieses Gold oder in dem auch noch schwere Elemente in ganz kurzer Zeit entstehen kann. Ja. Und dann lagert das eine Weile als Molekül in Molekülwolken weiter und kehrt dann zurück in Form einer Sonne. Wie die anderen Elemente, die die Supernova erzeugt, teilweise in der Explosion oder teilweise im explodierenden Stern eben schon erbrütet vorliegend, wird Gold dann mit der Explosion kräftig vermischt und dann ausgeschleudert ins interstellare Medium. Ja? Wenn Gold im Innern der Erde sozusagen so synthetisch nicht herstellbar ist. Naja, die Alchemisten haben es probiert, aber wir wissen ja heute, dass es mit chemischen Methoden nicht machbar ist, weil sie mit chemischen Methoden nur die Atomhülle und damit eben den Elektronensee, der sich um den Atom in den Atomhüllen ab, das sind Bindungszustände, Zustandsveränderungen dieser Atomhüllen. Um Gold zu erzeugen, müssen sie Atomkerne verändern. Sie können das in geringer Weise sicher auch versuchen im Labor, nämlich eben in solchen Ionenkollisionen, aber natürlich können sie da nur ganz kleine Mengen machen und sie würden nicht reich werden auf diese Art. Im Gegenteil, sie würden noch Geld verlieren, weil diese Beschleuniger zu bauen irrsinnig teuer ist. Die Hülle ist jetzt schon weggeflogen. Ja. Ich habe jetzt diesen Kern, einen großen... einen Klumpen mit 10 Kilometern Radius, 20 Kilometer Durchmesser. Der eine Einheit bildet. So groß wie München und so viel Masse enthaltend, eineinhalb Mal so viel Masse enthaltend wie unsere Sonne. Und so groß wie München. Und dieses Monstrum, da stehe ich drauf. Was bedeutet das? Also was sehe ich? Sehe ich den übrigen Sternenhimmel? Herr Dr. Kluge, ich muss Sie korrigieren. Sie würden auf diesem Neutronenstern nicht mehr stehen. Nein. Sie würden plattgedrückt werden, so also in eine atomadüne Schicht würden Sie plattgedrückt sein. Als Flächentierchen sozusagen, also als intelligente Abstraktion, verständige als Abstraktion. Ja. Ja, was Sie auf dem Neutronenstern sehen würden, das ist... ein zuwachsender Horizont. Ja, Sie würden natürlich Abstrahlung, Strahlung, die auf dieser Oberfläche entsteht, die allerdings natürlich so hohe Energie hätte, dass sie auch das nicht überleben würden, die würden sie auch teilweise eben von Bereichen hinterm Horizont sehen können. Die Gravitation an der Oberfläche des Neutronensterns ist so gewaltig, dass selbst Licht in so starker Art und Weise abgelenkt wird, dass sich, wie Sie das beschreiben, der Horizont erweitert. Das ist eine Situation, eben entlang gekrümmter Lichtlaufwege hinter den Horizontblick. Sie sehen mehr von der Oberfläche als nur die Ihnen direkt vor der Nase liegenden Bereiche der Fläche des Neutronensterns bewegen. Sagen wir wohin? Ich würde ein bisschen einen Abstand von dem Neutronenstern suchen, sagen wir ein paar tausend Kilometer, sodass ich noch die Scheibe des Objektes sehe. Und dann würden Sie eben nicht nur die geometrische Oberfläche sehen, die man bei der Sonne sieht, sondern Sie würden eben, weil das Licht gekrümmte Wege entlang der Oberfläche beschreibt, Sie würden auch einen Teil des hinteren Teils der Oberfläche sehen. Sie könnten Sie würden den Südpol sehen, wenn Sie in der Nähe des Nordpols beobachten. So extrem ist es nicht an der Oberfläche eines Neutronensterns. Sie sehen vielleicht 20%, 25, 30% der Oberfläche mehr als nur die Ihnen zugewandte Seite. Wegen der Krümmung. Wegen der Lichtkrümmung, ja. Die Situation ist nicht extrem im Falle eines Neutronensterns. Wir kennen viel extremere Situationen. Wir denken, dass in der Nähe von schwarzen Löchern, eben in der Nähe des Ereignis gekrümmt wird, dass sie die gesamte
die gesamte Kugelfläche sehen. Sie können also Licht vom Südpol empfangen, wenn Sie sich am Nordpol befinden. Sie können die Rückseite sehen. Ja, und zwar vollständig. Sie müssen allerdings Objekte haben, die noch ein bisschen kleiner sind, kompakter sind als Neutronensterne. Wir glauben heute, und das ist unterstützt durch Messungen, durch Beobachtungen, auf die können wir dann nochmal zu sprechen kommen, dass Neutronensterne eben typische Radien von 10, vielleicht 15 Kilometern irgendwo in dem Bereich haben. Und bei einer Masse von 1,5-facher Sonnenmasse ist das etwa der doppelte bis dreifache Radius, den ein schwarzes Loch der gleichen Masse haben würde. Sie sind also außerhalb dieses Radiusbereiches, in dem Licht wirklich so extreme Krümmungen erfährt, dass sie von einem Pol die Lichtinformation vom anderen Pol erhalten würden. Das kriegen sie beim Neutronenstern nicht. Sie sehen aber mehr als die geometrische Oberfläche, die Ihnen zugewandt ist. Sie schreiben einmal, dass es sogar eine Atmosphäre gibt. Ja. Wie kann ich mir eine Atmosphäre unter solchen Bedingungen vorstellen? Was ist eine Atmosphäre? Ja, die Atmosphäre ist dabei nur definiert als eben ein Bereich von Materie, eine dünne Schicht von Materie, wo die Dichten so gering sind, dass Photonen, das Lichtteilchen nicht mehr streuen und dort abgestrahlt werden. Die Atmosphäre eines Neutronensterns wäre also mit dem Bereich um die Photosphäre der Sonne vergleichbar, ist allerdings beim Neutronenstern nur Zentimeter dick. Also die Gravitation ist so gewaltig. Zentimeter wäre Gas. Ein Zentimeter etwa um den Neutronenstern dick herum befindet sich eine Schicht genug verdünnten Gases, dass diese Materie, wenn sie heiß ist, Photonen abstrahlt. Das ist dann die sichtbare Oberfläche, die Sie mit Röntgenteleskopen zum Beispiel von einem strahlenden Neutronenstern sehen. Ein Gebirge, ein Hochgebirge, ja, wäre vielleicht ein Bruchteil eines Millimeters hoch. Ja. Das wäre schon sehr hoch. Ja, das wäre sehr hoch. Ein Neutronenstern ist hat eine extrem glatte Oberfläche. Durch diese gewaltige Gravitation wird eben alles so platt gedrückt und alles so stark komprimiert. Darunter ist irgendetwas flüssig oder emulsiert das, so wie bei der Sonne? Ja, das hängt vom Temperaturbereich ab, den man hat. Also anfänglich, wie gesagt, sind Neutronensterne nach der Supernova-Explosion sehr heiß, die kühlen dann aus und nach vielen Hunderttausend oder sogar Millionen Jahren ist der Neutronenstern erkaltet. Erkaltet heißt? Ja, dass in seinem Inneren vielleicht noch sowas wie 10 Millionen Grad vorliegen. Und am Rand? Und seine Oberfläche ist dann schon so kühl, dass sie auch dass sie nicht mehr Röntgenstrahlung sehen. Also das sind Drei dann vielleicht Grad, nein, das sind noch viel, viel höhere Temperaturen, vielleicht sowas wie 10.000, 100.000 Grad an der Oberfläche. Also man würde schon schmelzen. Ja, natürlich, ja. Aber das ist kühl. Im Vergleich zu dem Anfangszustand sind das niedrige Temperaturen. Und was geschieht jetzt mit diesen wunderbaren Spiralgalaxien, in deren Spiralarmen neue Sterne entstehen, sind ja eigentlich Lebewesen in diesem Sinne. Ja, Galaxien entwickeln sich, sie sind keineswegs statisch, sondern es ist ein Kommen und Gehen. Ja. Neue Sterne werden gebildet, vor allem in den Spiralarmen. Ja. Die Sonne sitzt ja auch in so einem Spiralarm relativ weit draußen. Und Sterne leben auch nur eine bestimmte Zeit, explodieren dann, setzen ihre Asche frei und aus denen können dann neue Planeten und Sterne entstehen. In der Galaxienkollision aber passiert zunächst mal mit den vorhandenen Sternen nicht so allzu fernen und die Spiralmuster, die werden kaputt gemacht, die werden zerstört. Das ist zunächst immer eine chaotische, turbulente Bewegung. Ja, es ist eine chaotische, turbulente. Also die Bahnen, die werden so verwickelt. Es entsteht so eine Art Knäuel aus neuen Bahnen. Es ist eine totale Unordnung. Und dann sieht es von außen aus wie so eine Art Kartoffel, so eine Sternkartoffel oder Ellipse, weil diese durcheinander gemixten, durcheinander gewürfelten Kreisbahnen, die erscheinen dann eben als eine elliptische Galaxie, als eine runde Galaxie, die ein bisschen abgeplattet sein kann. Aber entscheidend ist, die nicht nur die Sterne enthielten, sondern auch, und dass dieses Gas ja teilweise verschwindet. Der Quasar bläst es aus den Galaxien raus. Und der Quasar, das heißt also die Tatsache, dass sich das Schwarze Loch mästet. Ja, nicht? Das Schwarze Loch mästet sich. Genau, das ist der und Fall. Und das macht diesen mächtigen Wind? Das macht den mächtigen Wind. Und der Wind trinkt nicht aus Sternen. Die Sterne stehen aus Gasteilchen. Aus Gasteilchen, aus diffusem, also es ist Helium- und Wasserstoffgas. Das Gas steht zur Verfügung als Reservoir, um neue Sterne zu bilden. Dieses dünne Gas wird von dem Quasar geblasen. Und natürlich, das ist wie bei einem normalen Wind, andere Luft
oder Gas, das eben im Weg steht, wird mitgerissen. Und auf die Weise tut er sozusagen dieser Quasar diese Galaxie ausputzen von diesem diffusen Gas. Macht sie wüst, macht sie unfruchtbar. Kann keine neuen Sterne entstehen. Dadurch wird die Sternentstehung quasi abgeschaltet. Die Galaxie wird unfruchtbar und tot, wenn man so will. Und diese elliptischen Galaxien, die jetzt entstehen, nicht mehr die Spiralgalaxien, sondern die elliptische, ja, das sind, nennen Sie tote Galaxien. Die Sterne altern? Ja, die Sterne, ich denke, überspitzt kann man eben sagen, tote Galaxie, weil keine jungen Sterne mehr entstehen. Die Bevölkerung, das ist eine Art Bevölkerung aus Sternen, die altert dadurch, verändert sich dann in ihren Eigenschaften. Ja, die Sterne werden mehrheitlich rot in ihren spektralen Eigenschaften. Aufblähen oder weil sie heiß werden oder was, weswegen? Das ist ja, weil die ganz jungen Sterne, die größten Sterne, sind blau. Und am Ende ihrer Entwicklung werden die sozusagen zu roten Riesen. Sie blähen sich dann auf, ihre Oberflächentemperatur wird niedriger und dann verändern sich ihre Farben. Sie werden rot und die ganz, die blauesten Sterne, die leben auch nur so kurz, dass die dann explodieren und weg sind. Das ist auch noch ein wichtiger Effekt. Ach, die Blauen, die sozusagen sterben früh. Ja, je größer ein Stern ist, desto kürzer sein Leben. Und ja, abstrahlt. Ja, sie müssen, je größer ein Stern ist, das lebt sich auf großem Fuß. Sie müssen sehr viel Material verbrennen, um nicht zusammenzustürzen unter der Gravitation. Das ist der Grund. Das heißt, die größten Sterne brennen schneller, leuchten heller und leben dann auch kürzer, weil sie natürlich schneller ihr Material verbrauchen. Das ist ja etwas, was man gar nicht verstehen kann, dass sozusagen die Strahlenergie und die gravitative Energie einander genau balancieren. Das sind eigentlich Balancekünstler. Ja, das ist Gleichgewichtssysteme. Ja, das ist wahr. Dieser Stern ist im Gleichgewicht. Die Gravitation versucht, ihn zusammen kollabieren zu lassen. Und die Heizung durch das nukleare Feuer, durch das Brennen und den Strahlungsdruck, der dabei entsteht, der balanciert das genau aus. Nun, dieses Gleichgewicht kommt dann dadurch zustande, dass halt, wenn jetzt zum Beispiel die Gravitation ein bisschen die Oberhand gewinnt, dann wird der Stern kleiner. Dadurch wird er dann im Zentrum auch dichter und heißer und das befeuert jetzt das nukleare Brennen natürlich. Das wirkt dieser Verdichtung natürlich entgegen. Gleichgewicht ist trotzdem in einer gewissen Weise natürlich nur temporär vorhanden, weil irgendwann geht ja das Brennmaterial aus und dann gewinnt natürlich die Schwerkraft normalerweise. Und der Stern wird kleiner und kollabiert. Und in der Sternentwicklung ist dann so, dass halt es verschiedene Elemente gibt. Erstmal brennt der Wasserstoff, dann später Helium, dann Kohlenstoff, Sauerstoff etc. Und das läuft dann immer schneller ab. Und erst wenn dann das alles verbrannt ist, dann gewinnt wirklich die Schwerkraft. Und dann kollabiert der Stern und explodiert dann unter Umständen als Supernova. Ein Neutronenstern erzeugt in seiner Umgebung viele Phänomene. Ein Neutronenstern kann Winde erzeugen, ein Neutronenstern kann Ausstrom von Teilchen haben. Und in sich auch, sozusagen, sich bewegen. Er kann sehr stark rotieren. Wir wissen, dass sehr viele Neutronensterne sehr, sehr schnell rotieren. Wie schnell? Umdrehungszeiten von bis zu einer Millisekunde, einer tausendstel Sekunde. Das ist nur möglich, weil die Gravitation eben so gewaltig dort wirkt, dass der Neutronenstern diese extrem schnelle Rotation aushält. Normale Materie, Erde, die Erde würde in solcher Rotation längst schon zerrissen worden sein. Ja. Sie können Neutronensterne eben nur deswegen so schnell rotieren lassen, weil dort die Gravitationskräfte so gewaltig sind, weil die Materien so kleinem Raum gepackt ist, und jetzt dass diese Widerstände sich ja da sind. Dieser pulsierende Stern, also der sich drehende, rotierende Stern, auch noch in einer Bewegung, meist einer Rückstoßbewegung. Er hat also Materie nach einer Richtung unregelmäßig abgegeben und wie eine Rakete ist er nach vorwärts getrieben. Ja, man darf sich diese Supernova-Explosionen eben nicht nur auf kleinen Raumbereichen mit Mischen vorstellen, sondern es kann auch sein, dass so eine Supernova eben extrem ungleichmäßig explodiert. In eine Richtung mehr Materie ausgeschleudert wird als in die andere. Und was passiert, wenn Sie auf einem Ruderboot stehen und Sie werfen die Ruder weg? Ja, dann wird das zu einem Rückstoß führen und das Boot geht in die andere Richtung, bewegt sich in die andere Richtung weg. Wie bei einer Rakete. Wie bei einer Rakete, die stößt hinten heiße Gase aus und wird dann eben
Vorwärts getrieben. Genau, vorwärts getrieben. Und so passiert es mit dem Neutronenstern auch. Der Neutronenstern wird weggestoßen. Der wird welchen Geschwindigkeiten? Mit Geschwindigkeiten bis zu mehr als 1000 Kilometern pro Sekunde in die entgegengesetzte Richtung zu diesen von der Wolke Gasen weg, die weggeschleudert. Ja. Das heißt also, der Neutronenstern, den suche ich als Astrophysiker oder Astronom nicht an der Stelle, wo die Explosion ganz stattfand, genau, sondern er hat sich fortbewegt. Ja. Und jedes Jahr, jedes Jahrzehnt bewegt er sich weiter fort. Jawohl, und danach kann man teilweise eben auch eine Veränderung feststellen. Man hat in den Supernova-Überresten, diese gasförmigen, heißen Überreste, die das stellare Gas im interstellaren Raum hinterlässt, findet man den Neutronenstern und eben sehr häufig nicht im Zentrum dieser Überreste. Und man kann außerdem seine Bewegung messen vor dem Hintergrund dieses Gases oder man kann seine Bewegung messen vor dem Hintergrund der Sterne und sieht, dass die Neutronensterne sich bewegen. Ja. Im Zentrum unserer eigenen Galaxie, wie auch der meisten anderen Galaxien, wie wir heute wissen, befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Es hat nämlich nur 3 Millionen Massen unserer Sonne, also 3 Millionenfache Masse der Masse unserer Sonne. Das ist im Maßstab zu anderen Galaxien und den schwarzen Löchern, die sich dort befinden, ein kleines. Es gibt Galaxien, die haben schwarze Löcher von mehreren Milliarden Sonnenmassen. Das messen Sie daraus durch die Beschleunigung der Sterne, die um das Zentrum der Umkreisungsweg um dieses Gravitationszentrum messen und beobachten. Das macht Reinhard Genzel am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Und diese Orbits, diese Bewegungswege der Sterne messen, die kann man im Detail nachvollziehen und man kann messen, welche Gravitationskräfte und welche Massen diese Sterne auf ihren Weg zwingen. Und daraus konnte man die Masse des schwarzen Loches im Zentrum unserer Galaxie bestimmen. Unser schwarzes Loch ist ein, wie man sagt, ein schlafendes schwarzes Loch. In seiner Umgebung befindet sich sehr wenig Gas. Das hat entweder früher schon alles Gas weggesaugt, was zu vermuten ist. Und es befinden sich auch keine Sterne in ganz enger Umgebung. Sterne, die zu nahe dem schwarzen Loch kommen, werden eben zerrissen. Das passiert nur relativ selten. Und deswegen ist unser schwarzes Loch ein relativ ruhiges, ruhendes, schlafendes schwarzes Loch. Das muss nicht immer so gewesen sein. Es gibt Hinweise, dass vor einigen 100 Jahren möglicherweise dieses schwarze Loch aktiver war. Bloß 100 Jahren? Ich will mich jetzt nicht festlegen lassen. Es können auch ein paar tausend Jahre gewesen sein. Was wir sehen von diesem Ereignis, ist ein Lichtecho. Jetzt im Nachleuchten, dieses damals vielleicht etwas nicht wirklich heftige. Wo sieht man ein solches Licht? Wo sieht man das Leuchten? Dieses Lichtecho, also damals war vielleicht eine Phase, wo dieses schwarze Loch mehr Materie verschlungen hat. Vielleicht, weil ihm Sterne zu nahe gekommen sind, vielleicht, weil Gaswolken in seiner Nähe waren. Und dieses Licht, das ausgeschickt wird, das ist natürlich nicht verschwunden, sondern Licht breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Also Sie brauchen 30.000 Jahre, bevor dieses Licht aus dem galaktischen Zentrum uns erreicht. Und dieses Licht läuft also nach allen Richtungen weg und auch in größerem Abstand umgibt, sodass es dem schwarzen Loch nicht gefährlich nahe kommt und hinterlässt dieses Licht Reflexe. Sie untersuchen ja doppelt. Also einerseits haben Sie so eine hinreißenden neuen Teleskope wie Hubble. Mhm. Ja? Mit wie weit können Sie gucken? Mit Hubble, ja, also bis in die Frühphasen des Universums, so Distanzen von 10 Milliarden im Extremfall. Ja. Ja. Aber wenn etwas 14 Milliarden Lichtjahre entfernt ist und es ist ein Quasar, dann könnten Sie es auch noch sehen, ausnahmsweise. Ja, man könnte es sehen. Oder 12 Milliarden. 12, also die weitesten Dinge, die man sieht, noch mit Teleskopen wie Hubble, die sind typischerweise etwa 13 Milliarden Jahre alt. Das liegt daran, dass das Universum selbst, wir denken, nur ein Alter hat von etwa 13,6 Milliarden. Das ist sozusagen die absolute Grenze. Man kann gar nicht weiterschauen. Ja, wir sehen da letztlich den Urknall selber. Das sieht man auch in Mikrowellenstrahlung beispielsweise. Und dann kurze Zeit später, ein paar hundert Millionen Jahre später, sind die ersten Sterne und schwarzen Löcher entstanden. Und es gibt ein, mir sagt dazu, kosmisiertes. Das ist sozusagen in den ersten, wo das Universum noch dunkel war, auch tot war, es gab eben noch gar nichts, gar keine Objekte, keine Sterne, keine Galaxien, nichts. Und da beobachtet man dann auch nichts, ja, weil es ist eben eine Wüste, keine Objekte, gibt es nicht zu beobachten. Würden Sie sagen, eine Wüste oder ein Meer? Ich glaube, es ist eher ein Meer, weil natürlich das
Material, die Materie war ausgeschmiert, wenn man so will. Es war eine Art See, ein Brei aus Strahlung und Materie, in dem es als Objekt gab. Natürlich die Materie war ausgeschmiert, was nennt man das? Also wenn es kein Gegenstand ist, ja, es keinen Widerstand leistet. Wenn es einfach, also die Materie war ja schon da, aber eben nicht verklumpt wie heute. Heute ist eben, hat man ja diese Sterne und die Galaxien. Dazwischen ist sozusagen Vakuum oder fast ein gutes Vakuum jedenfalls, der leere Raum, die Schwärze des Alls. Und im frühen Universum waren diese Materieteilchen einfach gleichmäßig verteilt im Raum. Sozusagen, dass es keine Verklumpungen eben gab, sondern alles war gleichmäßig verteilt. Und Verklumpung nennen Sie sozusagen mit diesem einfachen Wort so etwas wie unsere schöne Milchstraße. Ja, ja, genau. Das ist so etwas wie 1000 Milchstraßen, die sich zu einem Galaxienhaufen vereinen. In einer großen globalen Perspektive, wenn man sich das Universum sozusagen global vorstellt, wenn man wirklich die Vogelwarte einnimmt und mal sozusagen draufschaut, von gewissermaßen von weit weg, ist natürlich, man ist ja immer irgendwo im Universum, es geht eigentlich nicht, aber wenn man sich das Universum mal auf einem Blatt Papier sozusagen aufzeichnet und dann Distanzen von mehreren Milliarden Lichtjahren Strecken auf der Seitenlänge hat, dann sieht das Universum eigentlich gleich. Näher drauf schaut, erkennt man, dass so eine kleine Riffelung existiert, die erstmal so ganz klein ist. Und wenn man dann eine Art Mikroskop nimmt und hineinzoomt, dann erkennt man, dass zur heutigen Zeit da überall Galaxien sind. Dass also auf kleinen Skalen, wie wir sagen, die Materie verklumpt ist. Und das ist immer ein Blitz. Ja. Das ist ein kurzes Aufleuchten, ein kurzer Todesschrei, wie man flapsig sagen könnte. Und ein solcher Todesschrei dauert wie lange? Der dauert für diese Art von Ereignisse, die ich da eben beschreibe, dauert wenige Bruchteile von Sekunden, bis zu maximal 1 bis 2 Sekunden. Wie ist das eigentlich aufgezeichnet worden? Wann hat man das zum ersten Mal entdeckt? Die Gammablitze, die dabei abgeschickt bei diesen Ereignissen entstehen, die haben eine ganz interessante astronomische Vergangenheit oder Historie. Aus dem Kalten Krieg? Ja, das geht zurück in die 60er Jahre. Der Grund, oder die erste Messung dieser Gammablitze als Ursache, sondern die geht zurück auf amerikanische Überwachungssatelliten, WLA-Satelliten, die in den 60er Jahren in den Erdorbit gebracht wurden, um ein Abkommen zwischen den Russen und den Amerikanern, nämlich eine gegenseitiger Stopp der Atomtests zu überwachen. Und man wollte eben Satelliten im Erdorbit haben. Und jetzt sah man Flashes, jetzt sah man solche Blitze. Ja, die dieses Abkommen überwachen konnten. Und statt auf der Erde eben die Russen beim Zündeln zu beobachten, wurden diese Blitze im Universum gesichtet. Man hat merkwürdige, extrem intensive Ausbrüche von Gammastrahlung gesehen, die teilweise in Gammalicht, also hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung, so hell waren wie die Venus oder sogar so hell waren wie der Mond. Für ganz in Gammalicht, das würde unser Auge nicht sehen. Nein, wir können das mit den Augen nicht sehen. Wir haben empfindliche Augen, die nur für sichtbares Licht geeignet sind. Aber das Gerät sieht es so hell wie der Mond. Das Gerät hat diese Blitze so hell gesehen wie der Mond. Ja. Einmal pro Sekunde explodiert eine Supernova. Und diese Ereignisse sind 1 bis 2 Mal pro Tag gemessen worden. Also das ist sehr viel seltener, aber das immer noch häufig genug. Das ist das Leben der Galaxien. Ja, das heißt also, wie ein Phönix, geht etwas verloren und entsteht wieder. Ja. Man hat zum Beispiel aus diesen Messungen, aus der Häufigkeit heraus bestimmen können, dass so ein Ereignis pro Galaxie alle 100.000 Jahre stattfinden muss. Also nur einmal alle 100.000 Jahre. Eine Supernova, die wir vorhin besprochen haben, einmal alle 100 Jahre, zweimal alle 100 Jahre vielleicht. Gut, das andere, was dieser Compton-Gamma-Ray-Satellit gemessen hat, war die Dauer dieser Blitze. Und die Dauer dieser Blitze zeigt zwei verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe von Gamma-Blitzen dauert nur wenige Bruchteile von Sekunden bis zu maximal 2 Sekunden. Die andere Gruppe dauert viele Sekunden, also typischerweise eine halbe Minute bis eine Minute, aber manchmal auch viele, viele, viele Minuten bis zu einer Stunde. Diese zwei Gruppen haben unterschiedlichen Ursprung, wie wir heute wissen. Ich bin jemand, der theoretisch hauptsächlich arbeitet, und ein Mittel, das wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt haben, sind die Computersimulationen. Das heißt, es ist heute möglich geworden, ein drittes Forschungsstandbein quasi zu haben, neben der Beobachtung und der reinen Theorie, so mit Papier und Bleistift, simulieren wir die Prozesse im Universum direkt. Und das ist ein unglaublich mächtiges Instrument jetzt. Sie verfilmen, ja, kann man doch sagen. Also wir können damit visuell auch darstellen, Vorgänge, die sonst Milliarden von Jahren dauern, können in einem Film und damit natürlich auch
physikalische Intuition gewinnen, was hier wirklich abläuft im Universum. Und ein Computer der besten Klasse, ja, würde 40 Jahre rechnen müssen, um einen solchen Schritt zu machen, den Sie in 28 Tagen. Ja, ja, das ist jetzt das Besondere an modernen Superrechnern, dass man nicht nur einen einzigen leistungsfähigen Computer benutzen kann, sondern in unserer größten Rechnung, die wir bisher... Parallelrechner hat. Genau, wir benutzen einen Parallelrechner. Wir schalten 512 leistungsfähige Superrechner zusammen und benutzen den als eine Maschine. Wir teilen die Rechenarbeit auf und werden dann sehr viel schneller fertig. Und das ermöglicht natürlich Berechnungen, die jetzt noch, sagen wir, 35, 40 Jahre dauern würden, kann man dann in einem Monat durchführen. Und das ist natürlich realistisch darstellbar. Und das sind auch Fernrohre in diesem Sinne, nur sehen die nicht real, direkt, ja, aber indirekt sehen sie sehr wohl. Ja, man kann damit natürlich modellieren, man hat ein künstliches Universum dann auf dem Computer und sieht da ja natürlich alles. Ja, man ist nicht limitiert durch irgendwelche Limitierungsschwierigkeiten, dass man natürlich Empfindlichkeitslimits hat und so fort. Das gibt es da nicht, sondern man hat die volle Information. Sie können jeden Partikel wieder korrigieren an der wirklichen Beobachtung. Also Sie können immer wieder einfüttern aus der Realität. Ja, ja? Die Idee ist von solchen Simulationen, dass man verstanden ist. Also wir fangen an, die Entwicklung des Universums kurz nach dem Urknall vorwärts zu rechnen in der Zeit. Diese Vorwärtsrechnung in der Zeit, da kann man nicht eingreifen. Das sind physikalische Gesetze, die sind gegeben. Und das ist nur die Anfangszustand des Universums. Dafür gibt es eine Theorie, aber dann sagen den Rest, sagt uns ja dann die Physik. Das heißt, wir machen eine Voraussage, wie das Universum dann heute aussieht, sehen sollte. Und dann kann man diese Simulation auf dem Computer sich anschauen, gewissermaßen beobachten, dieses künstliche Universum, und man vergleicht dann diese Beobachtungen mit der Realität, die man sieht mit Teleskopen. Und durch diesen Abgleich kann man dann die Theorie verwerfen oder bestätigen. Und Sie haben ja da ein ganz spezielles, mit anderen Mitarbeitern zusammen, aber Sie haben ein ganz spezielles System da entwickelt. Wie ja, also ich habe zusammen mit meinen Kollegen ein speziell leistungsfähiges System, diese Arbeit aufzuteilen auf viele Computer. Die müssen miteinander dann sozusagen sprechen, um sich die Arbeit aufzuteilen. Das haben wir erreicht. Und damit ist es uns möglich geworden, eben die größte bisher durchgeführte Simulation zu berechnen, verfügbar waren. Und dieser neue Detailgrad, das ist gewissermaßen ein wirklich qualitativer Durchbruch. Man sieht dann einfach zum ersten Mal alle Galaxien, die es so gibt im beobachtbaren Universum. Das heißt, wir haben eine vollständige, wie soll man sagen, eine Volkszählung in der Theorie auch über alle Galaxien. Und dann können wir eben auch viel besser vergleichen. Wir können dann schauen, haben wir genügend Galaxien, die elliptische Gestalt haben. Das prüfen wir nach, richtig. Das heißt, die Theorie und die Beobachtungen kann man direkt eins zu eins vergleichen. Ja, das ist jetzt ganz nahe. Ja, wir sind ganz nah dran. Wir sind, ja, also ich würde schon sagen, dass das eine sehr mächtige Überprüfung der Theorie jetzt liefert. Dass wir sehr nah dran sind, dass wir die Galaxieneigenschaften sehr überzeugend voraussagen können. Sie können also prüfen, ob Gott was vergessen hat in der Physik. Ja? Also wenn er einen Fehler gemacht haben sollte, dann würden Sie es merken, weil Ihre Anfangsbedingungen nicht der jetzigen Beobachtung entsprechen würden. Ja, ja? Also ich würde es so ausdrücken, wir würden merken, ob wir einen Fehler gemacht haben. Weil ich weiß. Ist es in dem Fall schon so ein bisschen, man versucht, den Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen, zu entschlüsseln, aus was das Universum besteht. Weil das auch faszinierend ist und gar nicht unseren alltäglichen Vorstellungen unbedingt entspricht. Und man lernt deshalb eben die Geheimnisse, die Gesetzmäßigkeiten des Universums in seiner zeitlichen Entwicklung kennen. Und wenn man das weiß, dann kann man auch verstehen zum Beispiel, was mit dem Universum in der Zukunft passiert. Man weiß heute in der Astrophysik, dass die dunkle Energie 70% ausmacht, dominiert. Ja, es ist sozusagen ein doppeltes Dunkel hier. Das ist eine Theorie des doppelten Dunklen. Wir haben zwei wichtige Bestandteile des Universums, die dunkel sind, das heißt, die kein Licht abstrahlen. Das ist die dunkle Energie und die dunkle Materie. Fange ich vielleicht erstmal an bei der normalen Materie, wie wir sie kennen. Wasserstoff. Die sind nur 5%. Richtig, in der Energiedichte heute, wenn man zur heutigen Zeit die Energiedichte des Universums sich anschaut, ist die normale Materie nur 5%. Das ist also Atome, wie auch Atome, wie, aus denen wir bestehen, wie wir sie kennen, aus unserer Alltagserfahrung. Ist sogar auch so, dass von diesen 5% sind nur etwa 0,5%
also ein Zehntel davon, nur in Sternen gebunden. Der Rest dieser Atome ist einfach so im Raum, im Universum verstreut, als dünnes Gas. Das heißt, die Sterne sind wirklich nur die Spitze des Eisbergs, vom Standpunkt aus der Materiedichte und der Energiedichte. Was viel mehr ist als diese 5%, ist natürlich die dunkle Materie. Das ist jetzt auch stoffliche Materie, aber ein Elementarteilchen, das eine Art Geisterteilchen ist, das durch uns hindurchsausen kann und überhaupt nicht wechselwirkt, wie wir sagen. Das heißt, es ist ein Teilchen, das nur noch der Gravitation unterliegt. Es fliegt einfach so im Raum herum, tut nur noch gravitativ wechselwirken. Es ist ein Relik, ein Übrigbleibsel einer vereinheitlichten Feldtheorie vermutlich. Und überall auf der Welt versuchen die Physiker, diesem Teilchen auf die Spur zu kommen. Aber noch niemand hat es wirklich einfangen können in einem Detektor. Ja, aber wir sind uns relativ sicher, dass es wahnsinnig viele von diesen Teilchen gibt. Die bilden also das Rückgrat quasi der Materieverteilung im Universum. Und Sie sagen, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich dies sehr langsam bewegt im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit. Ja, also die dunkle Materieteilchen, die sind, wie wir sagen, kalt, die sind relativ langsam. Wobei kalt wäre langsame Geschwindigkeit. So richtig, so ist es. Denn schnelle Geschwindigkeit wäre heiß. Richtig. Es gab, als man noch nicht wusste, welche Eigenschaften diese dunkle Materie wirklich hat, gab es viele Theorien von sogenannter heißer dunkler Materie und kalter dunkler Materie. Das aktuelle Modell sagt, es ist kalte dunkle Materie. Heiße dunkle Materie wären Teilchen, die sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Zum Zeitpunkt der Entkopplung, aber es spielt jetzt keine große Rolle. Die dunkle Materieteilchen dagegen waren da sehr langsam, also die kalten dunkle Materieteilchen. Es ist aber so, dass solche Teilchen sich trotzdem heute noch in Galaxien und in Galaxienhaufen mit vielen hundert Kilometern pro Sekunde bewegen, bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde. Aber das sind dann trotzdem noch Geschwindigkeiten, die klein sind im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit. Und in die ist sozusagen die sichtbare Materie wie eingebettet. Ja, genau. Sie hätte also keinen Halt ohne das. Ohne die dunkle Materie würden Galaxien gewissermaßen auseinanderfliegen. Sozusagen die Galaxien und die Sterne, das sind wie Fische, ja? Und das andere wäre das Meer. Wäre das Gleichnis absurd? Ich würde nicht sagen, dass es absurd ist. Also die gar nicht, sondern es ist eigentlich, trifft es einigermaßen, weil die dunkle Materie ist so ein Brei und dann im Zentrum sind diese Konzentrationen, diese normale Materie als Sterne sehr, sehr konzentriert. Bewegen sich dann durch dieses Meer aus Elementarteilchen, aus dunkler Materie. Warum ist jetzt diese dunkle Materie so ein wichtiger Kleister? Also warum hält der diese Galaxien zusammen? Warum hält sie die Galaxien zusammen? Das liegt an der Schwerkraft wiederum und an diesen Kreisbahnen, die die Sterne haben in Scheibengalaxien, wie die Milchstraße eine ist. Unsere Sonne zum Beispiel kreist ja um das Zentrum und vor, sagen wir, 150 Millionen Jahren waren wir quasi auf der anderen Seite der Galaxie, als die Dinosaurier gelebt haben. Wir haben also eine große Bewegung gemacht. Die Dinosaurier haben die gesamte Galaxienzentrum von der anderen Seite gesehen. Ja, ja, natürlich. Und die Schwerkraft wirkt ja auf das Zentrum, die zieht uns in das Zentrum eigentlich hinein, aber die Fliehkraft, wie bei einem Karussell, hält uns auf dieser Kreisbahn. Und es ist so, dass ohne die dunkle Materie gäbe es nicht genügend Schwerkraft. Die Fliehkraft würde dominieren, würde zu stark sein. Es ist so, wie wenn man beim Karussell das Seil durchschneidet und wir würden dann in den Raum hinausgeschleudert. Das heißt, für die Stabilität von Galaxien, auch Galaxienhaufen übrigens, braucht man die Schwerkraft dieser dunklen Materie. Man braucht sie auch noch aus anderen Gründen. Heute, man hat, deswegen ist man auch überzeugt, sagen wir mal, indirekten Hinweis hat, dass es sie gibt. Man sieht andere Effekte im Universum, Gravitationslinsen, die Ablenkung von Licht durch die Schwerkraft oder auch die Strukturbildung an sich. Wir wissen von den Computersimulationen, dass ohne dunkle Materie würden sich keine Galaxien schnell genug bilden. Wir wissen ja, dass das Universum sehr heiß war und sehr dicht im Urknall und sich dann sehr rasch ausgedehnt hat. Und durch Beobachtungen der Restwärmestrahlung des Urknalls weiß man auch, dass die Materie fast exakt gleichmäßig verteilt war. Also, dass es dann eben auch keine Störung gegeben hat. Es war sozusagen wirklich ein Zustand der Harmonie, alles sehr heiß, alles sehr eintönig und gleichförmig, durch nichts gestört. Aber dann ist es zu einem verrückten Phänomen gekommen. Sogenannte Quantenfluktuationen sind in der ersten
Ausdehnungsphase des Universums, einen Prozess, den man Inflation nennt, eine explosive Ausdehnung. Also zunächst mal heißt Inflation ja nur aufblasen. Das Universum ist einfach in einer sehr, sehr kleinen Zeitspanne um einen riesigen Faktor aufgeblasen worden. Also explosiv eigentlich aufgeblasen worden. Und was dabei passiert ist, ist das sogenanntes Quantenrauschen. Es gibt ja in der Quantentheorie sogenannte Unschärfen. Das virtuelle, es ist nicht exakt, es ist so ein Nullpunktsrauschen da. Und diese explosive Ausdehnung des Universums hat diese winzigsten Quantenschwankungen auf makroskopische Skalen. Eigentlich gehen diese Strukturen im Kosmos alle auf winzigstes Quantenrauschen zurück. Das ist eben im Urknall, in der Inflation, auf makroskopische Skalen erstmal ausgedehnt worden und wächst später über die Schwerkraft immer stärker an.